Was euch vielleicht nicht so ganz klar ist, ist, dass Frau Dr. Casagrande ein großes Risiko eingegangen ist, mich hier einzuladen. Denn erstens kennt sie mich gar nicht. Wir haben uns vor einer Stunde zum ersten Mal gesehen. Und zweitens weiß sie auch gar nicht, was ich hier erzählen werde, weil sie mir nämlich völlig freie Hand gegeben hat. Wenn das also nach 2 Stunden oder 1,5 Stunden, die wir hier zusammen verbringen, für euch so ist, dass ihr sagt, dafür habe ich meine Zeit geopfert, dann wisst ihr, wo ihr euch beschweren könnt. Denn an mir kann es ja nicht gelegen haben. Zumindest habe ich aber vorher schon mal einen Titel gesagt, den habt ihr auch auf den Ankündigungen gesehen. Das sollte Mathe ohne Zahlen heißen. Und ihr wisst ja, wie das mit der Werbung ist, das stimmt immer nicht so ganz. Ehrlicher wäre vielleicht gewesen, Mathe fast ohne Zahlen. Es werden nachher so ein paar Zahlen vorkommen. Aber die wichtigste Sache eigentlich heute ist, das ist Mathe ohne Vorkenntnisse. Weil ich weiß, dass das ein bunter Querschnitt durch alle Klassen ist, kann ich jetzt nicht voraussetzen, dass ihr alle perfekt Integrale beherrscht oder quadratische Gleichungen oder binomische Formeln oder was man da immer so brauchen könnte. Darum habe ich mir ein Thema ausgesucht, das normalerweise an Schulen, soweit ich weiß, überhaupt nicht vorkommt. Dann sind wir alle ungefähr auf dem gleichen Stand. Also mit wir alle meine ich wir alle. Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr über die Sache. Aber man braucht jedenfalls nichts dafür. Darum sollte das für alle verständlich sein. Das heißt aber nicht, dass das ein Zuckerschlecken wird. Meine Hoffnung ist, dass möglichst viele unter euch sind, die wirklich hier sind, weil sie das interessiert und die ich dazu bewegen kann, mitzudenken. Und wenn ihr wirklich die ganze Zeit mitdenkt, dann wird euch am Ende der Kopf rauchen. Ich versuche euch unter anderem davon zu überzeugen, dass sowas Spaß machen kann. Das ist somit eine der Motivationen, warum man zum Beispiel so ein Fach wie Mathematik studiert, weil man gerne über solche Sachen nachdenkt. Das ist so ein bisschen wie gerne knobeln. Eigentlich ist ein Mathematikstudium die ganze Zeit sowas wie knobeln. Es kann sein, dass ihr zwischendurch mal das Gefühl habt, abgehängt zu werden, weil es dann vielleicht zu schnell ging. Das heißt nicht, dass ihr dumm seid oder dass ihr für sowas nicht geeignet seid. Das kann einfach bedeuten, dass ihr gründlicher denkt als die Leute neben euch. Ich werde das nicht vermeiden können, dass zwischendurch einige sagen, jetzt hat er mich abgehängt. Die gute Nachricht, ich nehme das gerade auf und wenn technisch alles klappt, dann gibt es das in ein paar Tagen auf YouTube. Könnt ihr euren Eltern sagen, ich war dabei. Und falls ich nachher mal Fragen stelle, müsst ihr jetzt keine Hemmung haben und denken, ihr könntet euch vor der Weltöffentlichkeit blamieren. Ich werde das, bevor ich das hochlade, zurechtschneiden und nur die Sachen hochladen, die ich gesagt habe. Alles, was ihr sagt, allein schon aus rechtlichen Gründen, wird rausgeschnitten. Worum soll es heute gehen? Ich habe mir überlegt, und das war auch die Intention, als wir anfangs darüber gesprochen haben, so ein bisschen darüber zu erzählen, was man eigentlich macht, wenn man Mathematik beruflich macht und warum man das macht. Und ich möchte das aufhängen an dem, was eigentlich so die Währung der Mathematik ist, woran Mathematiker die ganze Zeit arbeiten. Das sind die Beweise. Häufig hat man so die Vorstellung, wenn man das nicht genauer weiß, dass Mathematik an der Uni im Prinzip wie an der Schule ist, nur die Zahlen sind größer oder die Formeln sind länger oder so. Das stimmt aber nicht, sondern es geht eigentlich um ganz andere Dinge. Und das, was Mathematikerinnen und Mathematiker eigentlich die meiste Zeit machen, ist, sie versuchen Beweise zu finden. Ich habe ja mal meine eigene persönliche Definition dafür hingeschrieben, was ein Beweis ist. Ich würde sagen, ein Beweis ist eine Geschichte, mit der man andere davon überzeugt, dass eine Idee richtig ist. Und diese Geschichte kann ganz unterschiedlich erzählt werden. Das hängt davon ab, wer das Publikum ist. Wenn ich zum Beispiel einer Kollegin, die selbst Mathematikerin ist, einen Beweis erzähle, dann reicht es, ihr so ein paar Skizzen zu sagen. Das ist wie so ein Exposé, was ihr abgebt für einen Film, den ihr erst drehen wollt, für den ihr noch jemanden sucht, der es finanziert. Wenn ihr Mathe studiert, dann müsst ihr in den ersten Semestern auch selbst Beweise schreiben. Da müssen die Beweise ganz genau und perfekt sein. Die werden dann nicht gelesen wie so ein Exposé, sondern das ist eher wie so ein Gedicht, wo es auf jedes Wort ankommt und wo schon ein Komma die Bedeutung ändern kann. Wenn ihr ein Lehrbuch schreibt, dann geht es bei Beweisen eher darum, dass die wesentlichen Gedanken vermitteln und sozusagen dramaturgisch richtig sind. Das ist eher vielleicht wie ein Roman. Und man kann Beweise aber auch so erzählen, dass sie
anschaulich und intuitiv funktionieren, vielleicht sogar mit Bildern, fast wie ein Comic. Das ist mehr oder weniger das, was ich heute versuchen möchte. Das heißt, das Ziel ist, wir wollen uns heute gemeinsam einen richtigen, echten, ausgewachsenen mathematischen Beweis anschauen, von dem ich aber glaube, dass alle ihn verstehen können. Zumindest, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, beim zweiten Mal auf YouTube. Wichtig ist mir noch, ich habe ein Wort besonders hervorgehoben. Das Entscheidende ist immer die Idee. In der Mathematik geht es um Ideen und Konzepte, nicht um Zahlen oder Rechnen. Das ist Nebensache, das ist Werkzeug. Es geht darum, Ideen und Konzepte zu vermitteln, zu verstehen und neue zu entwickeln. Dafür braucht man Kreativität und auch viel Ausdauer. Und wenn am Ende rübergekommen ist, was die Idee von heute war, dann ist, glaube ich, das Ziel erreicht. Wobei so ein kleines geheimes Nebenziel von mir vielleicht ist, dass es ganz toll wäre, wenn ich in 5 Jahren erfahre, dass 5 oder 6 von euch sich entschieden haben, Mathe zu studieren. Das wäre natürlich super. Worum es heute gehen wird, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein Thema ausgewählt, das in der Schule normalerweise nicht vorkommt, ist ein Bereich der Mathematik, den man Graphentheorie nennt. Es gibt viele Bereiche der Mathematik, von denen ihr noch nie was gehört habt. Das ist vielleicht einer von denen. Da wird es um solche Dinger gehen und ich erkläre gleich genauer, was man unter Graphen versteht. Aber bevor ich jetzt anfange, mit Fachbegriffen anzugeben, würde ich sagen, dass wir erstmal uns anschauen, was wir machen wollen. Dafür braucht man gar keine Fachbegriffe. Worum es nämlich eigentlich geht, ist, wir wollen diese Kreise, die man da sieht, färben. Das heißt, unser Job ist, wir wollen jeden Kreis mit einer Farbe färben und es sollen möglichst wenige Farben verwendet werden. Und jetzt werden natürlich alle denken, das ist ja einfach, da kann man ja für alle Kreise dieselbe Farbe nehmen. Das stimmt, darum braucht man noch eine zweite Regel, das ist dann aber auch schon alles. Die zweite Regel besagt, 2 benachbarte Kreise dürfen nicht dieselbe Farbe bekommen. Und in der Mathematik muss man immer schon sehr genau sein, darum will ich damit mal anfangen und erstmal erklären, was genau ich mit benachbart meine. Benachbart heißt, wenn 2 Kreise durch eine direkte, ununterbrochene Linie verbunden sind. Die beiden Kreise ganz rechts sind durch diese blaue Linie verbunden, die sind benachbart. Das heißt, die dürften nicht dieselbe Farbe bekommen. Darum ist das Bild jetzt falsch, weil die beide orange sind. Die beiden Kreise außen oben, der links oben und der rechts oben. Da kann man zwar von dem einen zum anderen Kreis kommen, indem man Linien lang fährt, aber das ist keine ununterbrochene Linie, weil zwischendurch noch ein Kreis ist. Die sind also nicht benachbart. Die dürften beide dieselbe Farbe haben. Und jetzt können wir anfangen, uns zu überlegen, wie man das machen könnte. Und ihr könnt zum Beispiel im Uhrzeigersinn um das Ding rumgehen. Fangen wir mal rechts unten an, orange. Dann gehe ich weiter nach links. Da muss jetzt eine andere Farbe hin, weil die ja benachbart sind. Habe ich blau genommen. Dann gehe ich weiter nach links oben. Da kann ich wieder orange nehmen. Blau hätte ich nie nehmen können. Gehe ich noch einen weiter, kann ich blau nehmen. Jetzt bin ich bei dem Kreis angelangt, wo das Fragezeichen ist. Das geht nun weder mit Blau noch mit Orange, weil das ja sowohl mit einem verbunden ist, was schon blau gefärbt ist, als auch mit einem, was schon orange gefärbt ist. Also muss ich eine dritte Farbe nehmen. Das heißt, was wir hier erkannt haben, die Farben spielen keine Rolle, ob das jetzt rot oder grün oder gelb oder blau ist. Was wir hier erkannt haben ist, dieses Ding kann man nicht mit weniger als 3 Farben färben. Das war jetzt aber sehr einfach. Jetzt machen wir das ein bisschen schwieriger, indem ich noch mehr Linien einzeichne. Ist ja logisch, wenn mehr Linien da sind, gibt es mehr Nachbarn, mehr Restriktionen, weniger Möglichkeiten, das mit wenigen Farben zu färben. Jetzt könnte man irgendwie anfangen. Ich habe zum Beispiel mal diese 3 genommen. Die 3 sind in einem Dreieck angeordnet. Das heißt, jede von den 3 ist mit einer anderen verbunden. Darum müssen die 3 verschiedene Farben bekommen. Dann sind 3 Farben schon mal weg. Jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal das Ding links oben an. In der linken oberen Ecke, das ist mit Blau verbunden, Blau kann ich nicht nehmen. Das ist über diesen Bogen auch mit Orange verbunden, Orange kann ich nicht nehmen. Da kann ich aber Grün nehmen, das wäre möglich, mache ich jetzt auch. Und wenn Sie jetzt sich das anschauen, was noch übrig bleibt, das ist verbunden mit einem Grün, mit einem Blau und mit einem orangen Kreis. Und darum müssen wir da noch eine andere Farbe nehmen. Da habe ich jetzt Rot genommen. Also dieses Gebilde kann man nicht mit weniger als 4 Farben färben nach unseren Regeln. Das sind 5 Kreise, man kann sie nicht mit weniger als 4 Farben färben. Und da dachte ich mir, könntet ihr gleich mal ein bisschen nachdenken, nur ganz kurz, 2 oder 3 Minuten. Am besten ist, ihr habt schon was zu kritzeln vor euch. Kann man das auch mit 4 Kreisen hinkriegen? Fällt euch so ein ähnliches Bild ein?
wo nicht fünf, sondern nur vier Kreise sind, an denen man auch erkennen kann, dass man mit weniger als vier Farben das Ding nicht färben kann. Ich habe bei einigen gesehen, dass sie was rausbekommen haben. Das muss jetzt nicht so aussehen wie bei mir, aber das wäre eine Möglichkeit. Man könnte vier Kreise so malen und so verbinden. Dann haben wir im Prinzip das Gleiche, was wir vorhin mit drei Kreisen und dem Dreieck hatten. Hier ist jeder Kreis mit einem anderen verbunden. Darum können keine zwei Kreise die gleiche Farbe haben. Also brauchen sie vier. Und das hatten wir übrigens eben in dem Bild schon, was wir uns vorhin mit den fünf Kreisen betrachtet haben. Wenn man nur die vier Kreise links anschaut, hat man im Prinzip das gleiche Muster. Die müssen auch vier Farben haben, weil da auch jeder mit jedem verbunden ist. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Aber es gibt natürlich einen Grund, dass wir vorhin diese Zettel verteilt haben. Jetzt kommt der eigentliche Job. Versucht doch mal, dieses Ding hier einzufärben mit möglichst wenigen Farben. Und der Tipp ist, jetzt holt bloß nicht eure Buntstifte raus und malt da wirklich Farben rein, sondern am besten ist, nehmt einen Bleistift und nehmt statt Farben Buchstaben oder Zahlen oder sowas und schreibt sowas wie ABC ran. Und da kriegt ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit für. Also es geht darum, möglichst wenige Farben. Wer hat es denn mit fünf oder mehr Farben geschafft? Vier sogar. Und wer mit vier? Das ist ziemlich gut. Hat es jemand mit drei Farben geschafft? Das wäre auch geschummelt gewesen. Das ist eine Möglichkeit, das mit vier Farben zu schaffen. Und das ist schon ziemlich gut, dass das so viele hinbekommen haben. Es hat hoffentlich so einen Eindruck davon vermittelt, dass das nicht ganz so einfach ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das sehr, sehr schwer werden wird, wenn das noch viel mehr Kreise werden. Ich hoffe, man kann so ungefähr erkennen, dass da links ein kleiner Teil grau hinterlegt ist. Ganz am Rand. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreise. An diesen 6 Kreisen kann man erkennen, dass es mit weniger als 4 Farben gar nicht gehen kann. Denn wenn man einmal um dieses Fünfeck rumgeht, dann hat man das Gleiche, was wir vorhin schon mal hatten. Man kann immer abwechseln, aber weil es eine ungerade Zahl ist, muss man 3 Farben verwenden. Und das Ding in der Mitte ist mit allen außen verbunden, also braucht man seine vierte Farbe. Also allein für diesen grauen Bereich braucht man schon 4. Und wie sich rausstellt, kommt man aber mit 4 aus. Und das ist das, worum es heute gehen wird. Wir werden sehen, dass unter bestimmten Bedingungen man erstaunlicherweise immer mit 4 Farben auskommt. Aber vorher habe ich noch mal eine Frage. Was ist denn das überhaupt für ein komisches Bild? Habt ihr irgendeine Idee, warum ich gerade dieses Bild genommen habe? Ich hatte gehofft, dass jemand Sternzeichen sagen würde. So lustig, dass das so ein Sternzeichen ist. Wenn man die Linien so ein bisschen verbiegt, dann kann man genau das machen, was eben auch schon vorgeschlagen wurde. Man kann eine Landkarte der Vereinigten Staaten dahinter legen. Und dann ist in jedem Bundesstaat ein Punkt drin. Und eine Linie ist immer ein Weg, der von einem Bundesstaat zum anderen führt, ohne dass man zwischendurch noch durch einen dritten Staat führen muss. Das bedeutet, man kann die Farben, die man da ausgewählt hat, verwenden, um diese Karte zu färben. Wenn man die gleichen Farben nimmt, die ihr eben auch genommen habt, bedeutet das, zwei Bundesstaaten, die benachbart sind, die also eine gemeinsame Grenze haben, bekommen nicht die gleiche Farbe. Das war der ursprüngliche Grund, die Motivation, warum man sich mit solchen Fragen beschäftigt hat. Da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf zurück. Was wir aber uns heute anschauen, sind diese Graphen. Denn diese Graphen sind eine Abstraktion der ursprünglichen Fragestellung und das ist auch etwas, was man typischerweise in der Mathematik macht. Man abstrahiert, das heißt, man versucht aus dem Problem das Wesentliche herauszulösen und die unwichtigen Dinge wegzulassen. Zum Beispiel spielt es keine Rolle, dass Texas größer als Massachusetts ist oder welche Form Florida hat. Das ist unwichtig. Es geht nur darum, welches Land ist mit welchem benachbart. Das kann man viel klarer mit solchen Graphen darstellen. Und bevor wir jetzt wirklich loslegen mit diesen Graphen, will ich vorab mal eine Frage beantworten, die vielleicht einigen von euch auf der Zunge brennt. Mag ja ganz lustig sein, aber braucht man sowas denn überhaupt? Das wird oft gefragt, wenn man solche mathematischen Aufgaben vorstellt. Das, womit wir uns heute beschäftigen, nennt man Färbungsprobleme. Und dafür gibt es tatsächlich ganz erstaunlich viele Anwendungen. Zum Beispiel in der Informatik, wenn man Compiler schreibt, braucht man das für die Registerzuweisung. Man braucht das, wenn man Stundenpläne schreibt oder überhaupt ganz allgemein in der Logistik, immer dann, wenn verschiedene Parteien
um die gleichen Ressourcen wetteifern. Und das ist ein schwieriges Problem, falls jemand das schon mal gehört hat, das ist ein sogenanntes unvervollständiges Problem, mit dem sich Leute in der Informatik eigentlich täglich beschäftigen, weil solche Probleme in der Praxis auftauchen und nicht so leicht zu lösen sind. Aber, auf die Gefahr hin, mich bei einigen Lehrerinnen und Lehrern unbeliebt zu machen, ich finde, dass es keine gute Idee ist, Mathematik damit zu motivieren, dass man sagt, wofür man das braucht. Mir fällt da als Beispiel immer ein Induktionsherd zum Beispiel, ist eigentlich ein Wunderwerk der Technik. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, muss man relativ viel von Physik und Elektrotechnik und so weiter verstehen. Aber wenn man einfach gern kocht, wie ich zum Beispiel, dann muss man nicht Physik studieren, um ein Induktionsherd zu verwenden. Und wenn man gerne Auto fährt, muss man vorher eine Kfz-Lehre gemacht haben. Und wenn man sich für das Programmieren von Compilern interessiert, wird man deswegen auch nicht Mathematik studieren. In der Mathematik macht man Dinge, beschäftigt man sich mit Problemen, weil man das interessant findet, weil man das spannend findet. Das ist eigentlich die eigentliche Motivation. Und diese Färbungsprobleme gab es, bevor es die Anwendung gab. Es war nicht so, dass irgendwann Leute gesagt haben, hey, wir müssen einen Stundenplan erstellen, könnt ihr uns nicht mal helfen, ihr lieben Mathematiker, sondern die Mathematikerinnen und Mathematiker haben vorher schon angefangen, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, weil sie Lust drauf hatten, weil das interessante Knobelaufgaben waren. Gut. Ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen das abstrahieren, das macht man mit sogenannten Graphen und ich will jetzt erklären, was Graphen sind. Dafür werden wir so ein paar Fachbegriffe brauchen, das ist aber wirklich ganz einfach und wir kommen die ganze Zeit mit Bildern aus. Das, was wir eben die ganze Zeit schon gesehen haben, nennt man einen Graphen. Und Graphen haben zwei Zutaten. Einmal diese Dinger, die ich bisher Kreise genannt habe. In der Fachsprache nennt man die aus verschiedenen Gründen nicht Kreise, sondern Ecken oder Knoten. Ich werde meistens Ecken sagen. Und falls sich das jemand gefragt hat, bei den Graphen, über die wir heute sprechen, werden es immer nur endlich viele Knoten sein. Es gibt auch Graphentheorie mit unendlich vielen Knoten. Darüber habe ich zum Beispiel meine Diplomarbeit geschrieben. Aber bei uns nur endlich viele, wobei nur natürlich relativ ist. Man könnte ja so ein Ding wie das, was ihr eben bekommen habt, auch mit 1 Million Ecken machen oder mit 10 Millionen Ecken oder was auch immer. Die zweite Zutat, die man braucht, sind die sogenannten Kanten. Also die Verbindungslinien zwischen den Ecken nennt man Kanten. Und es gibt eigentlich nur zwei Regeln. Eine Kante verläuft immer zwischen zwei Ecken. Und wenn es zwischen zwei Ecken eine Kante gibt, dann gibt es nur eine Kante zwischen denen. Es gibt nicht mehrere. Auch sowas kommt in der Mathematik vor, aber nicht heute. Das würde man dann Multigraphen nennen. Wir beschäftigen uns nur mit so ganz einfachen Graphen, die heißen auch einfache Graphen. Also die eine Regel ist, zwischen zwei Ecken kann höchstens eine Kante verlaufen. Manchmal verläuft eine, manchmal nicht. Und die zweite Regel ist, das muss man auch explizit dazu sagen, es ist nicht möglich, dass eine Kante eine Ecke mit sich selbst verbindet. Es gibt also nicht so in sich selbst zurücklaufende Schleifen. Was vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz klar ist, ist, dass das hier derselbe Graph ist. Das sieht ja eigentlich ganz anders aus. Mathematiker würden sagen, ein Graph ist das, was man da unten am Rand vielleicht gerade noch so erkennen kann. Ich schreibe einfach die Ecken auf, A, B, C, D, E, und ich schreibe die Kanten auf. Es gibt eine Kante von A nach B, es gibt eine Kante von A nach B und so weiter. Das, was wir da sehen, ist nur eine Zeichnung des Graphen und man kann Graphen auf verschiedene Arten zeichnen. Ob die Ecken zum Beispiel Kreise sind oder Quadrate oder Sterne, spielt keine Rolle. Ob die Kanten gerade Linien sind oder geschwungen gezogen werden, spielt keine Rolle. Man muss an dem Ding nur erkennen können, was eigentlich gemeint war. Das hat einerseits die schöne Eigenschaft, dass man in der Graphentheorie ganz viel kritzelt und zeichnet. Andererseits ist das ein bisschen gefährlich, da sage ich nachher noch was dazu. Jetzt habe ich aber gedacht, weil der Begriff neu ist, wollen wir vielleicht noch mal eine ganz kleine Übung einschieben. Braucht ihr diesmal gar nicht zu kritzeln. Ich habe hier drei Kandidaten hingezeichnet, links, Mitte, rechts. Und meine Frage ist, sind das Graphen? Ist das links ein Graph, ist das in der Mitte ein Graph, ist das rechts ein Graph? Jeder von denen könnte ein Graph sein oder nicht. Ich habe ja vorhin die Regeln gesagt, wonach etwas ein Graph ist. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ich gebe euch eine Minute, könnt ihr kurz drüber nachdenken, mit euren Nachbarn tuscheln. Und dann klären wir das zusammen. Wer meint, dass man hier drei Graphen sieht? Niemand. Wer meint, dass man zwei Graphen sieht? Kleine Minderheit. Wer meint, dass man nur einen Graphen sieht?
Okay. Und der meint, dass man gar keinen drauf sieht? Okay. Wollen wir das mal auflösen? Das Ding rechts ist kein Graf. Ich habe da eine Ecke jetzt mal A genannt und eine Kante hervorgehoben, die Orange, die führt auf A zurück. Und wir hatten ja gesagt, das ist nicht erlaubt. Wir wollen keine Kanten haben, die eine Ecke mit sich selbst verbinden. Darum ist das rechts kein Graf. Das links ist auch kein Graf. Da habe ich jetzt zwei Ecken hervorgehoben, A und B, und zwei Kanten, eine blaue und eine orange. Da gibt es zwei Kanten, die beide von A nach B gehen. Das hatten wir vorhin auch verboten. Das in der Mitte ist ein Graf. Was vielleicht einige etwas irritiert hat, ist, dass da zum Beispiel oben so eine ganz einsame Ecke rumhängt. Das ist nicht verboten. Wir hatten keine Regel, die das verbietet. Solche Graphen, bei denen man quasi so Inseln hat, wo man nicht von dem einen Teil zum anderen kommen kann, nennt man nicht zusammenhängend. Das wird für uns heute nicht so eine Rolle spielen. Aber ich hoffe, die Begriffe sind zumindest so ein bisschen klarer geworden. Wir wollen uns heute mit einer bestimmten Sorte Graphen beschäftigen. Darum brauchen wir noch zwei Begriffe. Man nennt einen Graphen planar. Da wird im Deutschen auch manchmal das lustige Wort plättbar für benutzt. Wenn man ihn ohne Kantenüberschneidungen zeichnen kann. Das, was ich da rot eingekringelt habe, das sind drei Stellen, an denen sich zwei Kanten schneiden. Das ist verboten. Ein Graph wird planar genannt, wenn man ihn ohne solche Dinger zeichnen kann. Und jetzt vielleicht etwas Überraschendes, dieses Ding ist planar. Falls ihr jetzt denkt, Moment mal, er hat doch eben gerade gesagt, solche Kantenüberschneidungen sind verboten. Das ist wieder eine Stelle, bei der man sieht, dass es in der Mathematik immer darauf ankommt, ganz genau zu lesen oder hinzuhören. Denn da steht, ein Graph wird planar genannt, wenn man ihn ohne Kantenüberschneidung zeichnen kann. Und dieses Ding kann man ohne Kantenüberschneidung zeichnen, nämlich so. Indem man einfach die Kanten so ein bisschen nach außen biegt und jetzt sind alle Überschneidungen weg. Darum ist dieses Ding planar. Denkt dran, was ich vorher gesagt habe, das ist beides derselbe Graph. Der ist nur auf zwei verschiedene Arten gezeichnet. Jetzt zeige ich euch noch einen anderen Graphen. Der hat aus verschiedenen Gründen eine wichtige Bedeutung, darum hat er auch einen Namen. Der wird K5 genannt. Das ist der sogenannte vollständige Graph mit fünf Ecken. Vollständig nennt man den, weil jede Ecke mit jeder anderen verbunden ist. Keiner weiß mehr so genau, warum der K5 heißt. Wahrscheinlich ist er benannt nach einem polnischen Mathematiker namens Kuratowski. Dieses Ding ist nicht planar. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Momentan wisst ihr nur, dass das Ding nicht planar ist, weil ich das sage. Also wenn ihr mir glaubt, dass das nicht planar ist. Die Frage ist, wie kann man begründen, dass das nicht planar ist? Ich könnte euch jetzt 10 Minuten Zeit geben und ihr habt alle die Gelegenheit zu versuchen, dieses Ding ohne Kantenüberschneidung zu zeichnen. Wenn das nach 10 Minuten keiner geschafft hat, ist das kein Beweis. Es kann ja sein, dass nach einer Stunde jemand draufkommt. Kann auch sein, dass jemand nach einer Woche draufkommt. Kann auch sein, dass wir alle in diesem Raum ein bisschen zu dumm sind und dann kommt jemand um die Ecke und der kann. Das heißt, dass euch das nicht gelingt, ist keine Begründung dafür, dass das Ding nicht planar ist. Aber wir werden nachher noch sehen, kommen wir noch darauf zurück, warum das Ding nicht planar ist. Wir werden eine Begründung dafür sehen. Ich will nur noch mal kurz auf dieses Bild zurückkommen von vorhin, wo man hinten so schemenhaft die Landkarte noch erkennen kann. Der Grund, warum wir uns gerade mit planaren Graphen beschäftigen, ist natürlich der, dass die mit Landkarten zusammenhängen. Denn wenn man diese Idee hat wie vorhin, dass man sagt, zwei Staaten werden durch Ecken repräsentiert und wenn die beiden eine gemeinsame Grenze haben, zieht man eine Kante zwischen denen, dann kriegt man immer planare Graphen. Obwohl das im Detail auch nicht so einfach zu begründen ist, aber das ignorieren wir jetzt mal. Ein letzter Begriff, der aber, glaube ich, sehr anschaulich ist. Solche planaren Graphen unterteilen die Ebene in Bereiche. Ich habe hier mal zwei so ein bisschen farblich hervorgehoben. Oben dieses Ding, wo so ein Halbkreis ist und dann die Linien zwischen A und B und zwischen A und E. Und rechts dieses Dreieck AED. Solche Bereiche nennt man Flächen oder Gebiete. Wie ich eben schon sagte, anschaulich intuitiv ist, glaube ich, klar, was man mit Flächen oder Gebieten meint. Aber auch da steckt der Teufel im Detail. Denn ich mache jetzt mal wieder was ich schon ein paar Mal gemacht habe. Ich zeichne den gleichen Graphen nochmal anders. Nämlich so, ich habe einfach die Kante von B nach E nach unten gezogen. Jetzt ist immer noch das rosa gefärbte Dreieck da. Aber wo ist denn
das Ding von oben geblieben. Da war doch oben diese Fläche, die von A, B und E begrenzt wurde. Die ist jetzt auf einmal weg. Die ist nicht weg, sondern eine Mathematikerin würde euch sagen, das ist die äußere Fläche. Zu jedem Graphen gehört auch immer eine äußere Fläche. Leider ist dieser Beamer so schwachbrüstig, dass man die nicht sehen kann. Auf meinen Folien sieht man die. Außenrum gibt es auch eine Fläche. Und die Fläche außen hat auch als Außenecken A, B und E. Das ist aus der geworden, die eben da war. Das bedeutet, wenn man über Flächen in solchen planaren Graphen redet, dann muss man immer die äußere Fläche mitdenken. Die ist genau gleichberechtigt wie alle anderen Flächen auch. Falls ihr das ein bisschen komisch findet, dass man sagt, die äußere Fläche ist genau wie alle anderen auch, will ich versuchen, das nochmal anders zu begründen. Ich habe hier links einen ganz einfachen Graphen, der hat einfach nur vier Ecken, sieht aus wie ein Quadrat. Man könnte den statt auf ein Blatt Papier auch auf eine Kugel zeichnen, so wie ich das rechts gemacht habe. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr dieses Ding auf der Kugel nach und nach immer größer macht, das bleibt ja der gleiche Graph, bis es so groß ist, dass es mehr als die Hälfte zum Beispiel der gesamten Kugeloberfläche ausmacht. Dann ist es nicht mehr so klar, warum man das Gebiet, was man vorher außen genannt hat, immer noch außen nennen sollte, weil es jetzt ja viel kleiner ist. Also was wir im Kopf behalten sollten ist, die Flächen sind eigentlich alle gleichberechtigt und außen ist das gleiche wie innen. Was hier vielleicht schon so ein bisschen deutlich geworden ist, und ich werde das gleich nochmal in einem anderen Beispiel sagen, es ist eigentlich eine gute Idee, wenn man in so einem Kreis wie hier versucht, mathematische Konzepte anschaulich zu erklären, aber es ist auch gefährlich. Sollte jemand von euch wirklich mal Mathematik studieren, dann werdet ihr sehen, dass man da teilweise viel genauer rangeht und sich nicht nur immer auf die Anschauung verlassen kann. Wir werden das heute nicht machen und ich werde bei einigen Dingen nicht ganz so genau sein. Aber vielleicht nochmal, um klarzumachen, dass man Begriffe immer sehr genau hinterfragen muss, habe ich hier nochmal ein Bild, wo ich zum x-ten Mal ein und denselben Graphen zweimal gezeichnet habe. Wenn ihr euch das genau anschaut, ist es wie vorhin auch, es gibt fünfmal dieselben Ecken, A, B, C, D, E, und es gibt dieselben Kanten. A und B sind durch eine Kante verbunden und so weiter. Aber die Kante von A nach D habe ich links anders als rechts gezeichnet. Und links ergibt sich ein Dreieck mit den Ecken A, C und D, und das ist rechts nicht mehr da. Das bedeutet, die Begriffe Ecke und Kante sind Begriffe, die in dem Graphen drinstecken, egal wie ich ihn zeichne. Die Ecken und die Kanten ändern sich nicht. Der Begriff Fläche hängt davon ab, wie ich den Graphen zeichne. Okay, ich habe vorhin gelogen, ich habe gesagt, das war der letzte Begriff, es gibt noch einen Begriff, aber das ist wirklich der letzte. Und dieser Begriff ist auch mehr oder weniger nur ein Hilfsbegriff, den wir nur brauchen, um unseren ersten kleinen Beweis zu machen. Wir hatten ja eben gerade gesehen, wann man einen Graphen planar nennt. Man nennt einen Graphen maximal planar, wenn er planar ist und man keine weiteren Kanten mehr hinzufügen kann. Also, wenn das Ding planar ist und wenn ich durch das Hinzufügen einer weiteren Kante diese Planarität kaputt machen würde. Dieses Ding hier ist natürlich nicht planar, weil ich ja zum Beispiel noch eine Kante von D nach A ziehen kann. Das ist immer noch nicht planar, weil ich ja zum Beispiel eine Kante von C nach A noch ziehen kann. Maximal planar, hätte ich sagen sollen. Sorry. Ich habe eben planar gesagt. Also es war eben immer noch nicht maximal planar, weil ich noch eine Kante von C nach A ziehen konnte. Es ist immer noch nicht maximal planar, weil ich eine Kante von D nach F ziehen kann. Was, glaube ich, hier deutlich geworden ist, das will ich jetzt nicht mathematisch beweisen, ich glaube, das sehen wir alle, wenn ich einen Graphen habe, der maximal planar ist, dann sind alle Flächen Dreiecke. Natürlich nicht Dreiecke im geometrischen Sinne, aber Dreiecke in dem Sinne, dass die Flächen immer von drei Ecken bzw. drei Kanten umschlossen werden. Denn wenn ich mehr als drei Ecken habe, zum Beispiel ein Viereck, kann ich noch eine Diagonale ziehen. Wenn ich ein Fünfeck habe, kann ich noch weitere Kanten ziehen und so weiter. Ist das Ding denn jetzt maximal planar? Sehr gut. Denken Sie dran, die äußere Fläche ist ja wie alle anderen und ich kann außen noch Kanten ziehen. Ich kann zum Beispiel diese Kante noch ziehen und noch eine und noch eine. Und dann sehen Sie, dass dieser Satz, den ich eben gesagt habe, alle Flächen sind Dreiecke, tatsächlich für alle Flächen gilt, auch für die äußere Fläche. Die äußere Fläche, die Fläche, die um den Graphen rumliegt, hat jetzt auch drei Ecken, nämlich die Ecken D, E und F. Also maximal planar ist ein Begriff, den wir in 10 Minuten wieder vergessen können. Der bedeutet,
Ich wiederhole es nochmal, man kann keine Kante hinzufügen, sodass der Graph planar bleibt. Und für uns bedeutet der im Wesentlichen, die Graphen bestehen aus lauter Dreiecken, wenn man sie zeichnet. Um jetzt zu unserem ersten kleinen mathematischen Beweis zu kommen, zeige ich Ihnen ein Beispiel. Das ist in der Mathematik eigentlich verpönt. Man versucht immer möglichst allgemeine Beweise zu machen. Man kann aber häufig Dinge viel besser mit Beispielen erklären. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde Ihnen eine Methode zeigen, mit der man maximal planare Graphen abzeichnen kann. Ganz simpel, wir werden die einfach abzeichnen. Wir machen das an diesem Beispiel, aber ich hoffe, wenn ich das erkläre, wird klar, dass diese Methode immer funktionieren wird. Und am Ende werden wir dann sozusagen Bilanz ziehen und uns überlegen, warum ich gerade diese Methode verwendet habe. Ich fange also mit einem Graphen an, der ist maximal planar, der besteht aus lauter Dreiecken. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir mit Dreiecken arbeiten werden. Der hat sogar einen Namen, der heißt Goldner-Harari-Graph, das ist aber nicht wichtig. Und ich sage Ihnen jetzt, wie unser Abmalprozess funktionieren wird. Erster Schritt, wir wählen uns irgendeins von den inneren Dreiecken aus. Ich rede jetzt doch wieder von innen und außen. Das meine ich jetzt in Bezug auf diese Zeichnung. Diese Zeichnung hat ja einen Außen- und einen Innenbereich. Wir fangen also mit irgendeinem inneren Dreieck an, das habe ich da jetzt blau gefärbt. Und jetzt ist die Methode die folgende. Wir gucken uns immer an, was wir schon gezeichnet haben und fügen in jedem Schritt ein weiteres Dreieck hinzu. Und das machen wir folgendermaßen. Wir gucken uns von dem, was wir haben, die Außenkanten an. Und wenn in unserer bisherigen Zeichnung eine Außenkante ist, die im Originalbild links oben keine Außenkante ist, dann sind wir offensichtlich noch nicht fertig. Dann gehört an diese Kante noch ein Dreieck dran. So hangeln wir uns immer weiter, sodass wir in jedem Schritt ein neues Dreieck hinzufügen. Eine Möglichkeit ist die, ich habe hier zum Beispiel die beiden linken blauen Ecken genommen, dass zu dem Dreieck, was noch nicht da ist, eine Ecke fehlt. Dann würden wir eine Ecke und zwei Kanten hinzufügen. Ein Dreieck ist hinzugefügt, das können wir natürlich weitermachen, wir können da noch ein weiteres Dreieck hinzufügen. Solche Arten, Dreiecke hinzuzufügen, nenne ich Typ 1. Also jedes Mal, wenn ich das mache, ich nehme eine Außenkante, füge eine Ecke hinzu, die noch nicht da war, verbinde die mit der Außenkante, dann füge ich in jedem Schritt eine Ecke und zwei Kanten hinzu. Ich habe jetzt mal ein paar Schritte übersprungen, das habe ich mehrfach gemacht. Sie werden irgendwann an einen Punkt kommen, vielleicht, wo das nicht mehr geht. Das ist dieser Punkt hier. Hier kann man das, was ich eben gemacht habe, nicht mehr machen. Dann gibt es aber eine andere Möglichkeit, weitere Dreiecke hinzuzufügen. Sie werden nämlich sehen, und das ist jetzt die Stelle, wo ich die genaue Begründung so ein bisschen überspringe, Sie werden sehen, dass es dann noch eine zweite Methode gibt, Dreiecke hinzuzufügen, die ich Typ 2 nenne. Es wird nämlich dann Dreiecke geben, die man hinzufügen kann, indem man einfach eine Kante zieht. Denn wenn keine Ecke mehr fehlt, dann muss eine Kante fehlen. Und dann passiert sowas wie hier, wie gesagt, das nenne ich Typ 2. Sie fügen nur noch eine Kante hinzu und kriegen dadurch ein Dreieck. Aber im Prinzip machen Sie jedes Mal dasselbe. Sie fügen ein Dreieck hinzu, danach gehen Sie wieder um das Ding rum und gucken, ob es eine Außenkante gibt, die eigentlich eine Innenkante sein müsste. Dreieck hinzufügen, wieder rumgehen, so lange, bis Sie fertig sind. Manchmal verwenden Sie Methode Typ 1. Füge eine Ecke und zwei Kanten hinzu. Manchmal müssen Sie Methode 2 verwenden, füge eine Kante hinzu. Ich mache das mal weiter. Hier habe ich dann danach wieder ganz rechts noch eine Ecke hinzugefügt. Das war Typ 1. Dann ging Typ 1 nicht mehr. Dann habe ich mehrfach Typ 2 angewendet, Kanten hinzugefügt. Dann konnte ich ganz links nochmal Typ 1 anwenden. Und im letzten Schritt habe ich noch zweimal Typ 2 angewendet. Jetzt sind wir fertig. So, ich habe ja gesagt, wir machen das Ganze nur, weil wir am Ende Bilanz ziehen wollen. Das machen wir jetzt. Typ 1 fügt immer eine Ecke hinzu. Wenn Sie sich anschauen den Zwischenstand von Ihrer Zeichnung und zählen die äußeren Ecken, dann ist, nachdem Sie Typ 1 durchgeführt haben, die Anzahl der äußeren Ecken um 1 erhöht worden. Typ 2 verringert die Anzahl der äußeren Ecken um 1, weil ja die Kante, die Sie ziehen, sozusagen eine Ecke, die vorher außen war, verdeckt. Und jetzt kommt der entscheidende Gedanke. Am Anfang haben wir ein Dreieck, weil wir ja mit einem Dreieck angefangen haben. Das heißt, wir haben drei äußere Ecken. Wenn wir fertig sind, ganz am Ende, müssen wir wieder drei äußere Ecken haben, weil das Ding ja maximal planar ist. Weil der eine Typ immer eine Ecke hinzufügt und der andere Typ immer eine Ecke wegnimmt, müssen beide Typen gleich oft vorgekommen sein. Anders kann das nicht sein. Das heißt, Sie wissen nicht,
wie viele Dreiecke sie zeichnen müssen, aber sie wissen, dass wenn sie n mal Typ 1 anwenden, sie auch n mal Typ 2 anwenden müssen. Jetzt kommt die einzige Stelle, wo wir ein ganz bisschen rechnen müssen. Das heißt also, wenn sie n mal Typ 1 und n mal Typ 2 anwenden, dann kommen insgesamt 2n plus n Kanten hinzu, also 3n Kanten. 2n kommen vom Typ 1 dazu und n vom Typ 2. Und es kommen insgesamt n Ecken dazu, weil nur Typ 1 Ecken hinzufügt. Und da kann man jetzt eine kleine Rechnung machen, die man leider auch kaum noch sehen kann. Ich lese das mal vor. Ich werde die Anzahl der Ecken eines Graphen mit e bezeichnen und die Anzahl der Kanten mit k. Was wir uns gerade überlegt haben, wenn ich diesen Abmalprozess durchführe, den ich Ihnen gezeigt habe, dann habe ich am Anfang drei Ecken, das ist das blaue Dreieck, mit dem ich angefangen habe, und dann kommen n Ecken dazu. Also habe ich am Ende 3 plus n Ecken. Jetzt die Kanten. Am Anfang habe ich drei Kanten, das blaue Dreieck, und es kommen 3n Kanten dazu, haben wir uns gerade überlegt. Also habe ich am Ende 3 plus 3n Kanten. Wenn Sie das ausklammern, dann kriegen Sie raus, dass in maximalplanaren Graphen die Anzahl der Kanten sich immer ergeben muss als 3 mal Anzahl der Ecken minus 6. Das kann nicht anders sein. Das ist eine ganz erstaunliche Tatsache. Also wenn Sie das überzeugt hat, dass dieser Abmalprozess, den ich Ihnen da eben gezeigt habe, immer funktioniert, dann wissen Sie jetzt etwas über den Zusammenhang zwischen der Ecken- und Kantenzahl in maximalplanaren Graphen, auf das man sonst unmöglich hätte kommen können. Das ist eine von diesen Sachen, wo ich vorhin sagte, es geht um die Ideen, die man haben muss. Es geht nicht darum, dass man etwas ausrechnet oder wie man das aufschreibt, sondern man muss diese Idee mal gehabt haben. Und ich habe ja gesagt, wir können den Begriff maximalplanar gleich wieder vergessen, weil das stimmt, stimmt auch das hier. In planaren Graphen ist die Anzahl der Kanten höchstens 3 mal Anzahl der Ecken minus 6. Warum? Weil maximalplanare Graphen, ja, die planaren Graphen sind, zu denen man keine Kanten mehr hinzufügen kann. Das heißt, planare Graphen sind Graphen, bei denen es höchstens weniger Kanten gibt. Wenn also in maximalplanaren Graphen die Anzahl der Kanten immer 3e minus 6 ist, dann ist in planaren Graphen die Anzahl der Kanten höchstens 3e minus 6. Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Und gleich kommt der eigentliche große Beweis. Aber vorher komme ich nochmal auf das zurück, was ich zwischendurch gesagt habe. Das ist nochmal dieses Ding K5, von dem keiner weiß, warum das K5 heißt. Und ich hatte vorhin gesagt, man kann beweisen, dass das Ding nicht planar ist. Und ich behaupte, das können Sie jetzt beweisen. Und auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, sage ich, das ist Hausaufgabe. Die gute Nachricht ist, ich bin heute Abend wieder in Hamburg. Das heißt, ich werde das nicht nachprüfen, ob Sie die Hausaufgabe wirklich gemacht haben. Aber vielleicht haben einige von Ihnen ja Lust, darüber mal nachzudenken. Mit dem, was wir uns eben gerade überlegt haben, was auf der letzten Folie stand, kann man sich sehr leicht überlegen, dass dieses Ding hier nicht planar ist. Denken Sie daran, was ich vorhin gesagt habe. Es reicht nicht zu sagen, ich kriege das nicht hin, das Ding zu zeichnen ohne Kantenüberschneidung. Das könnte ja jemand anders schaffen. Aber wenn Sie das glauben, was auf der letzten Folie stand, können Sie nur wirklich beweisen, dass dieses Ding nicht planar ist. Sie haben das Ganze aber aus einem anderen Grund gemacht und dafür habe ich Ihnen einen etwas komplizierteren Graphen hier hingezeichnet. Dieses Ding ist nicht planar. Auch das müsste man erstmal beweisen, das wird sich aber gleich herausstellen, dass das nicht planar ist. Für uns ist momentan nur wichtig, wenn Sie da mal ein bisschen zählen, werden Sie feststellen, in dem Ding, was ich da gezeichnet habe, hat jede Ecke mindestens 6 Nachbarn. Sie wissen noch, was wir gesagt haben, Nachbar heißt, es gibt eine direkte Verbindung zu einer anderen Ecke. Wenn Sie da mal ein bisschen genauer hingucken, werden Sie sehen, einige Ecken haben 6 Nachbarn, einige haben sogar mehr als 6 Nachbarn. Es haben nicht alle gleich viel. Für uns ist momentan nur entscheidend, jede Ecke hat mindestens 6 Nachbarn. Und jetzt machen wir etwas, das ist so eine Art Trick, den man in der Kombinatorik gerne anwendet. Wir zählen eine bestimmte Sache auf 2 verschiedene Arten, von der wir schon wissen, dass beide mal dasselbe rauskommen muss. Die erste Art zu zählen ist die folgende. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch diesen Graphen durch, besuchen jede Kante einmal und legen auf jede Kante 2 Murmeln oder 2 Punkte. Das sollen diese roten Punkte sein. Auf jede Kante werden 2 Punkte gelegt und zwar immer nur an die Enden der Kanten. Dann bekommen Sie insgesamt 2 K-Punkte, wenn K die Anzahl der Kanten ist. Jetzt machen Sie was anderes. Sie besuchen nicht jede Kante, sondern Sie besuchen jede Ecke.
Und sie legen an jede Ecke eine Murmel für jede Kante, die von der Ecke weggeht. Das sind die grünen Murmeln, die ich da hingelegt habe. Erstens, da ergeben sich jetzt mindestens 6 mal E Punkte, wenn es E Ecken gibt. Denn wir hatten ja uns gerade überlegt, dass jede Ecke mindestens 6 Nachbarn hat. Andererseits ist hoffentlich allen klar, dass, wie ich eben schon sagte, wir zweimal dieselbe Sache gezählt haben. Denn ob ich auf jede Kante 2 Punkte lege oder von jeder Ecke aus in Richtung der Kante einen Punkt lege, am Ende liegen auf jeder Kante 2 Punkte. Das heißt, im Beispiel muss dasselbe rauskommen. Einmal kommt raus 2k, einmal kommt raus mindestens 6e. Das bedeutet, 2k muss mindestens so groß wie 6e sein. 2k ist größer gleich 6e. Und wenn Sie das durch 2 teilen, dann steht da, die Anzahl der Kanten ist mindestens 3-mal die Anzahl der Ecken. Wissen Sie noch, was wir eben gerade bewiesen haben? Wir haben eben gerade bewiesen, in planaren Graphen ist die Anzahl der Kanten höchstens 3-mal die Anzahl der Ecken minus 6. Das ist ein Beweis dafür, dass dieses Ding nicht planar ist. Aber da kommt noch was viel Wichtigeres raus. Ich sage das nochmal ganz langsam, weil das ein bisschen was mit Logik zu tun hat. Wir haben uns gerade überlegt, wenn ich einen Graphen habe, in dem jede Ecke mindestens 6 Nachbarn hat, dann kann dieser Graphen nicht planar sein, weil er sozusagen zu viele Kanten hat. Das ist das, was wir mit diesem doppelten Abzählen eben gemacht haben. Wenn Sie diese Überlegung umdrehen, dann heißt das, wenn ein Graph planar ist, dann muss es mindestens eine Ecke geben, die höchstens 5 Nachbarn hat. Denn wenn es nicht mindestens eine Ecke gäbe, die höchstens 5 Nachbarn hat, dann würden ja alle Ecken mindestens 6 Nachbarn haben. Und wir haben uns gerade überlegt, dann ist das nicht planar. Das ist die Aussage, auf der wir unsere weiteren Gedanken aufbauen wollen. Darum sage ich nochmal, weil das wichtig ist. In jedem planaren Graphen muss es irgendwo eine Ecke geben, die höchstens 5 Nachbarn hat. So, und jetzt kommen wir zu dem richtigen ausgewachsenen Beweis, den ich angekündigt habe, auf den es hinauslaufen sollte. Ich habe nochmal das Bild vom Anfang gezeigt und am Anfang hatte ich schon mal angedeutet, man kann beweisen, und wir werden jetzt beweisen, und das wird gar nicht mehr so schwer sein, dass jeder planare Graph sich nach unseren Regeln mit maximal 4 Farben färben lässt. Was wirklich erstaunlich ist. Vielleicht sollte ich erstmal die Frage beantworten, wieso man sowas überhaupt einen Beweis braucht. Das ist ja auch so eine Sache, ich habe am Anfang erzählt, dass man sich in der Mathematik mit Beweisen beschäftigt und man könnte jetzt sagen, hey, wir haben doch Computer. Was Sie machen können, ist, Sie können ein Computerprogramm schreiben, was Graphen durchprobiert und dann werden Sie sehen, egal wie lange Sie Ihr Programm laufen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, Sie werden immer Graphen, wenn Sie lange noch rumprobieren, mit 4 Farben färben können, wenn es planare Graphen sind. Aber das beweist natürlich nichts. Jede Mathematikerin würde Ihnen sagen, ja, aber es kann doch sein, dass dein Computerprogramm, wenn du es weiterlaufen lässt, morgen oder in einer Woche oder in einem Jahr einen Graphen ausschmeißt, der sich nicht mit 4 Farben färben lässt, weil es ja unendlich viele Graphen gibt. Zu jedem Graphen, den Sie zeichnen können, können Sie noch weitere Ecken hinzufügen und den noch komplizierter machen. In der Mathematik möchte man einen Beweis haben, dass es wirklich immer möglich ist. Und der kommt jetzt. Wir machen einen sogenannten Beweis durch Widerspruch, das heißt, wir nehmen an, das würde nicht stimmen. Und dann werden wir sehen, dass daraus ein logischer Widerspruch folgt. Das heißt, unsere Annahme ist, es gibt mindestens einen planaren Graphen, den man nicht mit 4 Farben färben kann, für den man mindestens 5 Farben braucht. Wenn dem so ist, dann muss es so ein Gegenbeispiel geben, was minimale Eckenzahl hat. Das können Sie sich folgendermaßen vorstellen. Denken Sie an das Computerprogramm, von dem ich eben erzählt habe. Sie lassen Ihr Computerprogramm der Reihe nach alle Graphen mit 4, alle Graphen mit 5, alle Graphen mit 6, alle Graphen mit 7 Ecken und so weiter durchlaufen. Wenn das wirklich nicht geht mit den 4 Farben, dann wird Ihr Computerprogramm irgendwann MERP sagen und das erste Gegenbeispiel auswerten. Zum Beispiel bei 42.000 Ecken. Dann wissen Sie aber, dass alle Graphen, die weniger als 42.000 Ecken haben, funktionieren. Das heißt, wenn es wirklich stimmt, dass das nicht geht mit den 4 Farben, dann gibt es mindestens einen Graphen mit der Eigenschaft, diesen Graphen kann man nicht mit 4 Farben färben, aber alle Graphen, die weniger Ecken haben, kann man mit 4 Farben färben.
So einen Graphen greifen wir uns raus, den nennen wir G. Und jetzt kommt das, was wir uns gerade überlegt haben, deswegen haben wir das uns überlegt. Dieser Graph muss mindestens eine Ecke x haben, die höchstens 5 Nachbarn hat. Das habe ich jetzt hier so ausschnittsweise hingezeichnet. Das heißt, wir stellen uns vor, wir gucken uns mit der Lupe nur einen Teil des Graphen an. Der kann ja riesengroß sein. Und wir gucken uns diese eine Ecke x an, von der wir wissen, die hat höchstens 5 Nachbarn. Rundherum habe ich noch ganz viele so gestrichelte Linien gemacht. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie das in alle Richtungen weitergeht. Aber bei x muss es so aussehen. Und jetzt nehmen wir diese Ecke weg. Die Ecke und die Kanten, die sie mit dem Rest des Graphen verbinden. Das, was jetzt übrig bleibt, ist ein Graph, der eine Ecke weniger hat. Und nach dem, was wir uns gerade überlegt haben, müsste das jetzt ein Graph sein, den man mit 4 Farben färben kann. Den nennen wir G-Stern. Den kann man mit 4 Farben färben. Und was wir gleich machen werden, und Sie werden sehen, dass das immer funktioniert, jetzt fügen wir das, was wir gerade weggenommen haben, x und die Kanten von x wieder ein. Und wir werden sehen, dass man dann eventuell diese Farben so ein bisschen umfärben kann, damit es klappt. Das wird immer funktionieren. Und das ist dann der Widerspruch, auf den das Ganze hinausläuft. Denn am Anfang hatten wir ja angenommen, G könnte man nicht mit 4 Farben färben. Wir werden aber zeigen, dass es geht. Das ist der Plan. Und es ist tatsächlich ganz einfach. Relativ einfach. Wir machen eine Fallunterscheidung. Das ist auch typisch in der Mathematik, dass man eine Aufgabe in verschiedene separate Fälle unterteilt, weil man das dann leichter handeln kann. Der erste Fall wäre, dass diese Ecke x, über die wir gesprochen haben, 3 oder noch weniger Nachbarn hat. Der zweite Fall wäre, dass diese Ecke x genau 4 Nachbarn hat. Und der dritte Fall wäre, dass diese Ecke x genau 5 Nachbarn hat. Fangen wir mal mit dem einfachsten Fall an. Wenn die Ecke, um die es uns geht, höchstens 3 Nachbarn hat, dann können diese 3 oder noch weniger Nachbarn ja höchstens 3 Farben von brauchen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Farbe übrig, die wir nehmen können. Das ist also super easy, da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Den Fall können wir sofort abhandeln, da ist nichts mehr zu tun. Der nächste Fall ist ein bisschen schwieriger und da steckt die eigentliche Idee drin. Wir gehen davon aus, dass unsere Ecke x 4 Nachbarn hat. Und jetzt kommt eine Formulierung, die Sie öfter mal in mathematischen Texten sehen werden, OBGA. Das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Damit meint man, dass man irgendeine Einschränkung vornimmt, die zuerst so aussieht, als würde man Fälle ausschließen und sich dadurch das Leben illegalerweise leichter machen. Aber man schließt nur Fälle aus, die nicht wichtig sind. Ich habe hier geschrieben, ohne Beschränkung der Allgemeinheit haben diese 4 Nachbarn unterschiedliche Farben. Denn das Argument ist das gleiche wie vorher. Wenn diese 4 Nachbarn nicht alle unterschiedliche Farben hätten, dann würden wir höchstens 3 Farben verbrauchen und dann könnten wir unserer Ecke x einfach die Farbe geben, die übrig bleibt. Das heißt, wir können davon ausgehen, indem wir uns das Leben sozusagen möglichst schwer machen, dass die 4 Nachbarn, die es gibt, 4 verschiedene Farben haben. Jetzt wenden wir noch einen kleinen Trick an, der nicht unbedingt nötig ist, der aber uns nachher das Leben so ein ganz bisschen leichter machen wird. Wir fügen vorsichtshalber noch ein paar Kanten hinzu, falls die nicht schon da sind. Und zwar so, wie ich das hier eingezeichnet habe. Da müssen wir uns natürlich überlegen, erstens, geht das überhaupt und zweitens, darf ich das? Erste Frage, geht das überhaupt? Weil wir ja wissen, dass von x aus nur 4 Kanten ausgehen, können wir diese neuen Kanten sozusagen ganz eng an den anderen Kanten entlang führen und dadurch sicherstellen, dass es keine Kantenüberschneidung gibt. Das heißt, es geht, man kann diese Kanten, wenn sie noch nicht da sind, hinzeichnen, ohne dass das Ding danach nicht mehr planar ist. Die zweite Frage ist, dürfen wir das? Und die Antwort ist ja, denn es geht uns ja nur darum, dass wir einen Graphen haben, den man nicht mit 4 Farben färben kann. Wenn ich noch weitere Kanten hinzufüge, dann kann ich den ja erst recht nicht mit 4 Farben färben. Denn weitere Kanten machen das Färben ja schwieriger. Also das ist nicht schlimm, dass ich die Kanten hinzufüge. Das heißt, unser Bild sieht im Prinzip so aus. Ich habe jetzt mal so eine schematische Skizze genommen. Wir haben in der Mitte unsere mysteriöse Ecke x. Drumherum haben wir 4 Ecken, die ich A, B, C, D genannt habe. Den habe ich schon mal 4 Farben gegeben. Von da aus können noch Millionen andere Ecken und Kanten sein. Das sind diese gestrichelten Linien.
Und ich wollte Sie jetzt überzeugen, dass man die anderen Ecken A, B, C, D so umfärben kann, dass man für X eine Farbe überhaupt. Wie geht das? Der Trick, also die Idee, es geht ja um Ideen, ist, dass man sich zwei Farben rausgreift, die sich gegenüberliegen. Ich habe jetzt hier mal grün und blau genommen. Und dann gucken Sie sich nur den Teil des Graphen an, der grün-blau ist. Das heißt, Sie gucken sich nur den Teil des Graphen an, in dem es nur grüne und blaue Ecken gibt und die Kanten zwischen denen. Das muss nicht so aussehen wie hier, das ist eine schematische Skizze. Entscheidend ist, alles andere, was man hier nicht sieht, ist rot und orange. Alle Kanten, die von Ecken, die grün und blau sind, noch weggehen und die nicht eingezeichnet sind, führen zu orangen oder roten Ecken. Jetzt können wieder zwei Fälle eintreten. Der erste Fall ist der Fall, den wir hier sehen. Sie gehen von B los und probieren, ob es möglich ist, von B nach D zu kommen, dabei aber nur über grüne und blaue Ecken zu wandern. Wenn Sie das sich an diesem Beispiel anschauen, werden Sie sehen, dass das nicht geht. Sie können da in B loslaufen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wie immer Sie es machen, Sie werden nicht bis D kommen, weil es da oben so eine Lücke gibt. Das bedeutet, das kann man hoffentlich gerade noch so auf dem Beamer sehen, es gibt oben um das B rum einen Bereich, den ich etwas grau hinterlegt habe, aus dem Sie sozusagen nicht wegkommen. Wenn Sie bei B loslaufen und Sie wollen nur über grüne und blaue Ecken gehen, dann müssen Sie in diesem grau hinterlegten Bereich bleiben. Das hat die folgende ganz wesentliche Eigenschaft. Weil alle Kanten, die man nicht sieht, nicht zu grünen oder blauen Ecken führen, können Sie in diesem abgegrenzten Bereich einfach grün und blau vertauschen. Dadurch ändert sich nichts. Wenn Sie einfach überall grün und blau vertauschen, dann sind Ecken, die vorher benachbart waren, immer noch benachbart, aber ob die grün und blau oder blau und grün sind, ist natürlich egal. Und nach außen kommen ja andere Farben. Das heißt, ich kann jetzt grün und blau switchen da oben. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich in meinem Viereck kein Blau mehr. Das heißt, ich kann X jetzt blau färben. Wunderbar. Okay, das war aber nur ein Fall. Das funktioniert nur dann, wenn ich von B nicht nach D komme. Jetzt muss ich mir den zweiten Fall überlegen. Was ist, wenn ich von B nach D komme? Ich habe da oben jetzt nochmal eine weitere Kante hinzugezeichnet. Jetzt ist es möglich, bei B loszugehen und nur über grüne und blaue Ecken bis D zu kommen. Jetzt könnte ich immer noch diesen cleveren Trick anwenden, grün und blau zu switchen, aber dann hätte ich nichts gewonnen. Dann wäre B grün, aber dummerweise ist D dann blau. Dann habe ich immer noch vier Farben. Aber die super clevere Idee ist nun, dieser Weg, der von B nach D führt, den können Sie sich als so eine Art Zaun vorstellen. Dieser Zaun begrenzt auch wieder ein Gebiet, was man kaum sehen kann, aus dem sozusagen Rot und Orange nicht rauskommen. Die Ecke A hat nun das gleiche Problem, das B vorher hatte. Sie können von A loslaufen und gucken, wo Sie hinkommen, wenn Sie nur rote und orange Ecken abfahren. Und Sie werden sehen, dass Sie aus diesem durch den grün-blauen Weg eingezäunten Bereich nicht rauskommen. Darum können Sie, genau wie eben, in diesem Bereich einfach rot und orange switchen. Es geht nichts kaputt dadurch. Dann wird die Ecke A rot und dann haben Sie orange übrig. Also können Sie X orange werden. Das bedeutet, bei dem Fall mit den vier Ecken können wir jetzt auch einen Haken machen. Das funktioniert auch. Man kann also, wenn man für den Graphen mit einer Ecke weniger eine Färbung gefunden hat, auch den Graphen mit einer Ecke mehr mit vier Farben färben. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist der Fall mit fünf Nachbarn. Und falls Sie jetzt Angst haben, dass das jetzt nochmal einen ganzen Tacken komplizierter wird, wird es gar nicht mehr. Wir können jetzt im Prinzip die gleichen Ideen nochmal verwenden. Und ich habe jetzt sogar verzichtet darauf, überall diese gestrichelten Linien zu machen. Die Idee ist dieselbe. Wir haben unsere Ecke X, die hat in diesem Fall fünf Nachbarn, A bis E. Wir werden die Ideen recyceln, die wir eben schon hatten. Erstens, wir können wieder Kanten hinzufügen. Denken Sie an die Begründung wie vorhin. Wenn man das Ding nicht mit vier Farben färben kann, dann kann man es erst recht nicht färben, wenn man noch Kanten hinzufügt. Zweitens, wir können OBDA, neue Abkürzung,
davon ausgehen, dass wir alle vier Farben verwenden, denn sonst hätten wir ja schon eine Farbe übrig. Und wenn wir alle vier Farben verwenden, dann muss das so aussehen, dass eine Farbe doppelt verwendet wird. Und das sieht dann im Prinzip so aus wie hier. Natürlich müssen Sie nicht diese Farben nehmen und Sie müssen das Ding nicht so drehen, wie es hier ist. Aber anders als so kann man es gar nicht machen. Ich habe jetzt mal als die Farbe, die doppelt vorkommt, rot genommen. Und jetzt geht das relativ fix, wenn Sie die Idee von eben noch im Kopf haben. Sie denken wieder über solche Wege nach. Gibt es solche Wege? Fangen wir an mit A und C, also mit Grün und Orange. Gibt es einen grün-orangen Weg von A nach C? Wenn es keinen gibt, dann können Sie das Gleiche machen, was Sie eben gemacht haben. Sie können um A rum Grün und Orange switchen und sind eine Farbe los, der Fisch ist geputzt. Das heißt, wir können annehmen, dass es so einen Weg gibt, denn sonst sind wir schon fertig. Zweite Überlegung, gibt es einen grün-blauen Weg von A nach D? Gleiche Sache wie eben. Wenn es so einen Weg nicht gibt, dann können Sie bei A und um A herum grün und blau switchen, dann wird A blau, haben Sie wieder eine Farbe weniger und Sie wissen, wie Sie es färben müssen. Das heißt, der einzige schwere Fall, der noch übrig bleibt, ist der, den wir jetzt auf der Folie sehen. Es gibt einen geschlossenen grün-orangen Weg von A nach C. Es gibt einen geschlossenen grün-blauen Weg von A nach D. Das heißt aber, denken Sie an den Zaun, den wir eben hatten, dass es sowohl links als auch rechts eingezäunte Bereiche gibt. Links kommen Sie mit Rot-Blau aus dem Bereich nicht raus, der durch diesen Weg eingezäunt ist. Rechts kommen Sie mit Rot-Orange aus dem Bereich nicht raus, der durch den Weg eingezäunt ist. Darum können Sie links Rot und Blau switchen. Das sieht dann so aus. Und rechts können Sie Rot und Orange switchen. Switchen. Das sieht dann so aus. Und wie durch Zauberei ist jetzt wieder eine Farbe weg, nämlich die, die vorher doppelt da war, rot. Und wir können das Ding in der Mitte rot färben. Und wenn Sie das gemacht haben, dann sind Sie komplett fertig. Das ist die Stelle, an der man in der Mathematik gerne Quod erat demonstrandum schreibt. Das heißt, was zu beweisen war. Angeblich hat das schon vor 2500 Jahren Euklid ans Ende seiner Beweise geschrieben. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Schluss für einen Beweis. Mit einer kleinen Einschränkung. Ich habe eben gelogen. Denn der Beweis war nicht richtig. Also um das mal klarzustellen, es stimmt, dass man jeden Planarengraphen mit vier Farben färben kann. Aber der Beweis, den ich Ihnen gezeigt habe, enthält einen ganz kleinen, nicht so leicht zu entdeckenden Fehler. Trotzdem, wir haben ja am Anfang über Ideen gesprochen, war die Idee in diesem Beweis sehr gut. Warum habe ich das gemacht? Weil ich glaube, eine der Eigenschaften, die man, wenn man Mathematik studiert, lernt, ist so etwas wie Bescheidenheit und Selbstkritik. Sie werden ganz oft irgendwelche tollen Ideen haben, es geht ja um Ideen, und dann sind Sie richtig verliebt in Ihre eigene Idee und merken gar nicht richtig, dass die falsch ist. Sie müssen aber als allererstes lernen, Ihre eigenen Fehler zu erkennen. Sie müssen Ihre eigenen Ideen immer und immer wieder durchgehen, um sich sicher zu sein, dass da kein Fehler drin ist, denn sonst wird irgendjemand anders diese Fehler finden und das ist dann meistens nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, als letzte Hausaufgabe vererbe ich Ihnen nochmal, dass Sie versuchen sollen, diesen Fehler zu finden. Das ging natürlich jetzt am Ende alles viel zu schnell, aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, wenn die Technik mitspielt, ist das in ein paar Tagen online und vielleicht finden Sie ja den Fehler. Der Fehler ist ziemlich am Ende, in dem großen Beweis, der nach der USA-Karte kam. Das, was vorher vorkam, stimmt. Dass zum Beispiel in jedem planaren Graphen es eine Ecke gibt, die höchstens fünf Nachbarn hat, das ist richtig. Da muss ich keine Gedanken drüber machen. Erst ganz am Ende ist irgendwo ein kleiner Fehler eingebaut. Und als Hilfe können Sie den Graphen nehmen, der auf der Rückseite Ihres Zettels drauf ist. Der ist hier rechts unten nochmal zu sehen. Es wäre ganz toll, wenn bei diesem Vortrag rauskommen würde, dass einige von Ihnen sich wirklich darüber Gedanken machen und die Frage spannend finden. Ich glaube, wenn Sie Ihre kleinen grauen Zellen genügend anstrengen, können Sie da alle drauf kommen. Aber sowas kann manchmal Tage dauern, bis man drauf kommt. Und man muss die entsprechende Ausdauer haben. Bevor Sie mit den Hufen scharren, will ich noch eine Folie zur Geschichte der ganzen Sache erzählen.
Das, was wir hier gesehen haben, ist einer der berühmtesten und wohl auch berüchtigsten mathematischen Sätze. Das ist der sogenannte Vier-Farben-Satz. Und die Geschichte dieses Satzes fing 1852 an. Da hat ein Student damals, ein englischer Student mit 21 Jahren namens Francis Guthrie, mehr oder weniger zufällig gemerkt, dass wenn man Landkarten färbt, man immer mit vier Farben auskommt. Und er hat dann immer weiter rumprobiert und gemerkt, es reichen immer vier Farben. Und dann hat er irgendwann die Hypothese aufgestellt, dass man jede Landkarte, auch Landkarten, die man sich ausdenkt, nicht nur die, die es in Atlanten wirklich gibt, mit vier Farben färben kann. Das hat sich so nach und nach unter Mathematikern rumgesprochen. Und wie Mathematiker so sind, haben sie versucht, das zu beweisen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Und 1879 hat ein Landsmann von Guthrie, Alfred Kemp, einen Beweis veröffentlicht, dass man wirklich jede Landkarte mit höchstens vier Farben färben kann. Damit war die Sache eigentlich erledigt. Bis 11 Jahre später Percy Heawood, auch ein Engländer, einen Fehler im Beweis von Kemp gefunden hat. Das kann also manchmal sehr lange dauern. Und was ich Ihnen eben gezeigt habe, war im Prinzip der Beweis von Kemp. Und vielleicht werden Sie, wenn Sie darüber nachdenken, merken, dass es nicht so leicht ist, diesen Fehler zu finden. So kann das manchmal sein. Das heißt, die Frage war wieder offen und da geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Es hat weit über 100 Jahre gedauert, bis der Vier-Farben-Satz endlich bewiesen wurde. 1974 war das, glaube ich. Und da sind zwischendurch viele spannende Dinge passiert. Unter anderem kann man vielleicht zum Abschluss sagen, die Mathematiker sind sich heutzutage sicher, dass der Vierfarbenbeweis richtig und bewiesen ist, aber die meisten Mathematikerinnen und Mathematiker sind mit dem Beweis nicht glücklich. Das lasse ich mal so als Cliffhanger im Raum stehen. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, ich habe darüber vor ein paar Jahren schon mal ein Video gemacht, da kommt die ganze Geschichte von diesem Vierfarbensatz vor. Das Video heißt einfach der Vierfarbensatz, das werden Sie dann schon finden. Also Sie gucken sich dieses Video an oder wenn Sie gerne lesen, es gibt ein schönes Buch über den Vier-Farben-Satz, meines Wissens allerdings nur in Englisch. Das ist von Robin Wilson und heißt Four Colors to Five. Das ist sehr schön geschrieben, viele spannende Geschichten, die im Zuge der Lösung des Vier-Farben-Satzes passiert sind. Ist auch Mathematik drin, aber so auf dem Niveau wie der Vortrag heute. Also jetzt nicht so richtige Hardcore-Mathematik, sondern mit Bildern und Grafiken. Und wenn Sie richtig Spaß an der Sache gefunden haben, es gibt ein wunderschönes Buch über Färbungsprobleme, auch über den Vier-Farben-Satz, aber auch noch über andere Färbungsprobleme. Das ist das Mathematical Coloring Book. Das ist so ein Wortspiel, haben Sie vielleicht mitbekommen. Färbungsprobleme nennt man im Englischen Coloring Problems, aber Coloring Book ist ja auch das englische Wort für ein Ausmalbuch. Und wenn Ihnen das Buch gar nicht gefällt, können Sie es ja immer noch als Ausmalbuch nehmen, weil da auch viele Grafiken drin sind. Und ich würde sagen, das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte.